Einen wunderschönen guten Tag und hallo aus Brooklyn, New York. I signed my name on a dotted line and it was good, good, good. The cows got milked at supper time and it was good. The moon twinkled high in the southern sky and it was good, good. Heute machen wir uns eher einen entspannteren Tag und ich zeige euch mal eine Gegend, die nicht so hektisch ist wie Manhattan, und zwar eine Gegend in Brooklyn. Wir werden einfach da ein bisschen zu Fuß unterwegs sein. Ich zeige euch mal New York von der anderen Seite quasi als dieses typische Manhattan-Chaos. Ich glaube zumindest, dass es so ist. Also ich werde mich wieder mit Peter, dem Freund von mir, treffen und der kennt sich ja ein bisschen besser aus mittlerweile nach 2 Jahren. Ich werde jetzt die Fähre dahin nehmen von hier. Also ich bin jetzt schon in Brooklyn. Dort, wo ich quasi gerade im Hotel bin, ist schon Brooklyn. Aber wir gehen jetzt eher Richtung Brooklyn Bridge und erkunden nochmal die Gegend da ein bisschen. Heute ist es noch dazu mega, mega kalt. Und das sage ich, obwohl es eigentlich 3 Grad sind, also jetzt nicht super kalt. Aber wenn hier der Wind bläst in New York, das ist jetzt mal ein kleiner Vorgeschmack, den ich hier erlebe. Weil manchmal sind es ja wirklich minus 10, minus 15 Grad und man hat so einen Wind. Diese Windtunnel eben, die hier durch diese riesen Häuser jagen, das kann echt extrem sein. Und jetzt hole ich mir erstmal ein Ticket für die Fähre. Da kommen sie rauf oder rauf? Ja, kannst du rauf. Mach ich gleich mal, vielleicht für 2 Sekunden. Im Sommer ist es richtig geil. Ja, ja, bestimmt. Voll. Also dafür, dass es, da lohnt sich das doch, die 4 Dollar, wenn man oben drauf kann und so. Ja. Das ist ja eine richtige kannst Rundfahrt. Du kannst ja mit dem Wall Street runterfahren. Ja. All the good times and the bad, the best times I ever had. The choice between happy and sad, all the good times and the bad, bad, bad. Fahrt ist wirklich einfach nur zu empfehlen. 4 Dollar und man fährt 50 Minuten, fast eine Stunde oder so, hat mega geile Sicht auf diese Skyline die ganze Zeit, kann sogar jetzt oben drauf und vor allem im Sommer wird es wahrscheinlich dann mega nice sein. Übrigens, hallo, heute Brooklyn, auf durch Brooklyn. Scharf, ne? Ja. Sehr zu empfehlen, die Aussicht von da oben. Noch mal kurz.
kurz rein muss. Da gibt es auch Bottomless Brunch. Das heißt, da kann man für $55 All You Can Eat Brunch mitsaufen, mit Mimosas. Echt wie Hamburg Hafen City hier irgendwie. So dieser Mix von sehr modernen Gebäuden und dann diese älteren Gebäude wie in der Speicherstadt in Hamburg. Und hier ist so ein ganz bekannter Ort für ein ganz bestimmtes Foto, weil da das Empire State Building genau unter dieser Brücke ist. Peter meinte gerade schon, ja, ist normalerweise ziemlich viel Leute und ich dachte, ja, aber jetzt heute vielleicht nicht so viel und ja. Scheint wirklich sehr beliebt zu sein. Ich will gar nicht wissen, wie das im Sommer ist hier. Ende April, Mai, würde ich sagen. Ich bin zu der Zeit schon mal mit T-Shirt kurz und Hose Rad gefahren. Ja. Und am nächsten Tag habe ich nicht in den Sonnen gelaufen. Okay. Das schwankt halt so heftig. Ja. Und dann zur Weihnachtszeit ist natürlich was ganz anderes. So schönes und wenn es schneit. Ja, das ist dieses Jahr halt schade. Es gab wirklich keinen Schnee. Ja. Wow. Guck mal, da ist man in der Sonne plötzlich. Ja. So. Hamburg-Style. So. Pizza. Pizza zu früh. Okay, wenn du Pizza willst, dann lass mal links. Achtung. Lass mal links gehen. So, das war ja die beste Pizza der USA nach TripAdvisor. 2015 bis 2018. Jetzt leider nur noch Nummer 6. Aber wir gehen einfach mal davon aus, wir sind in der Vergangenheit gerade. Die einzige Frage war gerade, wie passen hier zwei Pizzen, weil die haben hier alle so, oder? Habt ihr gerade vielleicht schon gesehen, die da das haben? Die stehen so auf dem Tisch hier, auf dem Ding. Aber wie passen hier zwei hin? Gut, dass er nur eine kleine genommen hat und ich eine große. So, da sind sie. Eins und zwei. Ein Traum, da kommt jetzt die Sonne raus. Nochmal ein kleines Fazit zu diesem Laden. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Julianas? Juliana. Der ist hier genau bei der Brooklyn Bridge. Ne? Die ist genau dahinter, oder? Ja. Ey, wirklich richtig, 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 richtig gut. Ich glaube, meine Pizza, die große, war $45 oder so. Mit Tipp und so weiter. Ich meine, wenn man nicht so verfressen ist wie ich, dann kann man die auch die große nehmen und teilen. Aber nee, war wirklich, ist wirklich die Kruste dünn. Gar nicht, manchmal ist die Pizza hier so mega ölig, kein mega Öl, wirklich alles top. Besser als in Rom. Ich hoffe, es gucken keine Italiener zu. Die sind jetzt richtig beleidigt. Aber die Pizza war definitiv um einiges besser. Bei den ganzen Pieren, die hier kommen. Und hier zum Beispiel kann man direkt auf dem ersten, direkt am Wasser hier mit der Skyline einfach Basketball spielen zum Beispiel. Und da kann man einfach hin. Also da muss man nichts reservieren, glaube ich. Kostet nichts. Also wenn man andere Leute hat oder alleine spielen möchte. Hier direkt, zack.
ziemlich cool. Und hier kann man halt geil spazieren gehen einfach. Den ganzen Strand, Steg, Promenade, Weg, was? Hier, das nächste Pier ist einfach nur so ein Park. Ist natürlich jetzt gerade recht grau, aber Frühling, Sommer, dann ist hier einfach das nächste Pier einfach so ein Grünfleck. Ist richtig cool. Jedes hat so ein bisschen was anderes. Das nächste, das sehen wir gleich. Das ist jetzt richtig cool für alle Leute, die gerne Fußball spielen. Das ist mal ein Platz mit einer geilen Aussicht hier beim Fußballspielen. Okay, wir haben jetzt mal ein Rätsel für euch alle. Hier ist eine Sackgasse und am Ende steht einfach eine Ampel. Ihr könnt jetzt mal bitte sagen, wofür diese Ampel sein soll. Rot, bitte nicht weitergehen jetzt. Da kannst du nicht überqueren. Ganz vergessen. New York Halbmarathon heute. Ja. Und was war deine Zeit? Eine Stunde 34. Ey, bei minus Grad am Anfang. Ja, ne? Minus 2. Dann der Wind, der heute war. Gefühlt war es kalt. Eine Stunde, ich glaube, ich hätte 2,5 Stunden gebraucht, wenn ich es überhaupt geschafft hätte. Das ist krass. Aber war eine coole Erfahrung auch. So ja, war lustig. Times Square ist normal nicht der Ort, ja, wo man hingehen sollte, aber durchlaufen ist cool. Da muss man ja auch eine Lotterie machen oder so, um da oder was Genau, man muss an der Lotterie teilnehmen und dann, ja, wenn man Glück hat, hat man Platz bekommen und wenn nicht, dann nicht. So, wie war das jetzt? Fast 2 Jahre in New York. Kannst du empfehlen? Was sagst du so? Was ist so dein zusammengefasst dein Eindruck von dem? Wenn man die Möglichkeit hat, machen. Ja. Ja. Das ist auch, man lernt sehr viel über Leute kennen. Und ja, das Leben ist schon anders wie in Deutschland.
bessere Sachen, gibt schlechtere Sachen. Und am Ende sind es 2 Jahre. Und ja, das ist eine super Erfahrung. Ich würde es immer wieder machen. Ja, aber du freust dich auch wieder zurück nach Deutschland? Ja, doch. Ich freue mich auch wieder. Jetzt in die ruhige Stadt zurück. Zurück von in der Lounge. Ja. Ja, nice. Jetzt wieder in der Ecke, wo mein Hotel ist. Ich sehe es sogar schon hier. Nochmal, die Gegend hier heißt Williamsburg, auch ein Teil von Brooklyn. Und hier auch wieder sehr viel ruhiger allgemein und aber auch sehr viele Bars, Cafés, viele Restaurants, viele so hippe kleine Läden mit irgendwelchen, ja, wie sagt man das so? Ja, und wie sagt man das so? Hm? Fällt es ihm ein? Nein? Ja? Nein. Und ja, ich glaube, hip ist ein ganz gutes Wort, um diese Gegend zu beschreiben. Und vielleicht sehe ich da jetzt gleich noch was auf dem Weg. Ich weiß noch, was ich heute noch so vor mir habe. Aber ansonsten auch recht nett, diese Gegend hier. Einfach doch schon zum Hotel zurück. Will noch fürs nächste Video was vorbereiten. Die King of Queens Locations und so weiter alle raussuchen. Noch einen entspannten Abend jetzt im Hotel. Aber für den Sonnenuntergang wollte ich jetzt noch mal hier aufs Dach von diesem Hotel. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. The William Vale. Und da unten ist eine Bar und die nennt sich West View, glaube ich. Nein. West Light nennt es sich. Die Rooftop-Bar im 22. Stock des Hotels The William Vale. Mit erstklassiger Sicht auf die Skyline Manhattans und Teilen von Brooklyn und Queens. So kommt man dorthin. Hotel googeln, easy mit der New York Metro zu erreichen und man kann es wirklich nicht verfehlen. Das hier ist der Eingang. Einfach rein, durch die Lobby und dann den rechten Fahrstuhl nehmen. Wichtig, der linke funktioniert nur für Hotelgäste. Man kann dann einfach auf die Terrasse, ohne dass man in die Bar geht. Kostet nichts. Ganz oben kann man tatsächlich im Winter auch Schlittschuh laufen. Wer wie ich einfach nur die Aussicht genießen will, hat hier Manhattans eindrucksvolle Skyline als Panorama vor sich und kann beobachten, wie die Stadt zum Sonnenuntergang Stück für Stück in Lichtern aufgeht. Hier seht ihr auch wieder das One Vanderbilt vom letzten Video. Das Empire State Building, diese Brücke und viele Gebäude leuchten an besonderen Tagen in bestimmten Farben auf. Ein paar Tage vorher zum Beispiel war hier St. Patrick's Day und die ganze Stadt erstrahlte in passendem Grün. Auch als Nicht-Städte-Fan muss ich gestehen, es ist schon echt beeindruckend und hübsch anzuschauen. So, und das hier ist jetzt auch nochmal die Aussicht von meinem Balkon aus dem 11. Stock. Sehr, sehr nice. Also ich habe jetzt nicht viel Zeit auf dem Balkon verbracht, aber also da kann man sich schon nicht beklagen. Ich möchte aber nochmal sagen, also was ich gerade versucht habe zu erzählen. Ich möchte jetzt hier keine Empfehlung für das Hotel aussprechen. Ja, was das Hotel betrifft, kann ich einfach nicht sagen. Ich meine, ich beschwere mich auf jeden Fall nicht. Das ist ein, also für mich ist das top, wieder genau wie in Rom. Klasse. Aber was Preis-Leistung betrifft, ich weiß nicht, da gibt es vielleicht bessere Sachen. Also wenn ich hier jetzt ein Hotel buchen würde in New York, dann würde ich
eher noch weiter gucken, weil wie gesagt, ein, zwei Sachen waren hier schon ein bisschen komisch für ein Hotel dieser Preiskategorie, auch wenn ich jetzt nicht viel Vergleich habe, das muss ich auch dazu sagen. Nicht, dass jemand hierher kommt, meinetwegen, und sich dann beschwert. Sucht lieber selber noch ein bisschen, macht eure eigene Research im Internet, was Hotels betrifft, aber so als Spot für Skyline, Hammer. Damit danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt und hört gerne auf allen Musikplattformen da draußen in meine Klaviermusik rein, wenn es euch interessieren sollte. Habt ihr auch gerade im Hintergrund gehört. Extra Dankeschön an alle Patreonen, YouTube-Mitglieder und Merch-Käufer und bis zum nächsten Video, dem King of Queens Spezial. Liebe Grüße in die Heimat und Peace.